Hallo liebe Freunde des PBH, ich bin's wieder, euer Sascha Röder oder besser bekannt als ICPMS. Heute wieder mit einem kurzen Tech-Tipp von mir, aufbauend auf den Fragen, die euch zu unseren bisherigen Videos geführt haben. Da ist zum Beispiel die lustige Frage dabei, wie bekomme ich die Grips von der DM ab? Seit der DM 11 hat die Matrix Griffe ohne Schrauben. Früher hatten sie immer zwei Schrauben gehabt. Seit der DM 11 und der NT, also die erste war eigentlich die NT 2010 mit werkzeuglosen Griffen. Die DM hat seit 2011. Seit die DM schlauchlos sind, wurden die Griffe nochmal leicht verändert. Das heißt, ihr könnt keine DM 14 Griffe, 14, 15 auf eine DM 11 machen oder auf eine NT machen. Passt nicht. Aufgehen tun die werkzeuglosen Griffe aber immer alle gleich. Und zwar, desto neuer die Griffe sind, desto schwieriger geht das. Also machen wir das jetzt mal vor. Als erstes nehmt ihr den Daumen, machen wir ganz langsam, und geht hier hinten drunter. Hier ist auch so eine Einbuchtung, wo ihr rein könnt mit dem Finger. So, einfach hier rein und den Griff ein bisschen anheben. Dann habt ihr hier am Triggergard hier auch so eine Einbuchtung. Da könnt ihr dann auch mit dem anderen Finger hin. Wir können ja mal von oben gerade schauen. Also eben, ich bin mit dem Daumen hier drin. Und jetzt geht ihr hier vorne hin, wo auch diese Einbuchtung ist, und zieht diesen Riegel raus. Jetzt nehmt ihr die Finger hier vorne unter die Griffschale drunter und zieht das Ganze nach vorne Richtung Regulator. So, und damit ist das Ganze offen. Die andere Seite geht noch leichter. Ihr so, sind die Dinge ab. Gucken wir uns nochmal den Verschluss aus der Nähe an. Eben, ihr habt hier so eine Nase, so ein Riegel. Hier ist eigentlich nur so ein Stift, also das wird hier gar nicht wirklich verriegelt. Und hier habt ihr nochmal so eine Nase hier unten. Die setzt sich da rein. Dieser Riegel hier setzt sich da rein. Und hinten der gar kein Riegel ist, hier, der sitzt dann einfach da. Okay, bauen wir es mal zusammen. Zusammenbauen geht super easy. Ihr klappt die Griffe auf, schiebt sie von hinten dran, dann fangt ihr von unten an und drückt einfach das hier zusammen, setzt diesen Teil, der kein Riegel ist, setzt sie hinten rein und biegt die Nase wieder passend. Also den Riegel hier wieder reinschnappen lassen, zack, und sind sie wieder drauf. Geht recht fix. Machen wir es nochmal, wiederholen wir es nochmal. Also vom Daumen hier drunter, mit allen Fingern hier vorne packen und nach hinten ziehen, mit den Fingern drunter gehen und nach vorne ziehen. Das nach vorne ziehen ist hier wegen diesen drei Dingern. Ganz vergessen zu erwähnen, eben hier sind nochmal so drei Nippel, die sich jeweils rechts und links hier reinsetzen. Also, drauf machen, von unten zudrücken und einschnappen lassen. Super einfach, geht mit der Zeit echt schnell, die müssen ein bisschen eingearbeitet sein, die Grips, geht super fix. Schneller als mit jedem Schraubendreher und besser als mit allen Quick-Disconnect-Schrauben, wie es zum Beispiel Smartparts hat, die Griffschalen kaputt machen. Also, das war ein super kurzes Video zu einem Thema, wo ich gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte, dass es Leute, dass sie die Frage haben. Aber Griffschalen aufmachen bei einer DM, also bei einem Dye-Markierer ohne Schrauben, haben wir damit auch gelöst. Super easy, Daumen runter, zurück, vor, auf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Wir machen ja noch ein paar weitere solcher kurzen Tech-Videos. Seid gespannt. Ich muss noch ein bisschen Material anschaffen für so ein paar interessante Themen. Wir werden noch ein bisschen was zu Dai machen. Da habe ich noch 2-3 Themen. Und dann schauen wir mal, was es noch so gibt. Ihr könnt auch, wie gesagt, immer in die Kommentare reinschreiben, was für Themen euch interessieren würden. Und könnt es auch bei im PB-Hub selbst natürlich schreiben. Wenn ihr das PB-Hub noch nicht abonniert habt bei YouTube, macht das gefälligst. Ich brauche das. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Diskutiert fleißig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.